danke. Ich dachte schon, die Coterie würde mich endgültig beseitigen. Das Ganze war wohl eine Falle. Als ich ankam, um den Handel abzuschließen, waren da keine Zwerge, sondern nur Coterie, die uns erledigen wollte. Meine Leute haben sie erwischt. Ich bin weggelaufen in der Hoffnung, dass sie mich hier nicht finden, aber das war ein Irrtum. Ist das die Konkurrenzgilde von Ethanril oder so? Es ist eher andersherum. Ethanril ist das kleine Licht. Die Coterie kontrolliert den größten Teil des Verbrechens in Kirkwall. Und sie mag keine Konkurrenz. Läufst du jetzt nach Hause und erzählst Mama, dass sich Verbrechen nicht auszahlt? Meine Mama wurde von dieser großen, gehörnten, dunklen Brut in Stücke gerissen. Nur ich und meine Schwestern sind noch übrig. Die Arbeit für Ethanril ist der einzige Weg, die Mädchen durchzubringen. Warum nimmst du nicht, was Ethanril dir gab und beginnst weit weg von Kirkwall ein neues Leben? Was meint ihr damit? In Lothering gab es immer Familien, die einen starken Jungen und ein paar Mädchen aufnahmen, wenn sie bei der Arbeit halfen. Mein Vater war ein Bauer, bevor die dunkle Brut ihn erwischt hat. Das wäre mir lieber, als für Ethanril zu arbeiten. Ich hole meine Schwestern. Bitte sorgt dafür, dass sie uns nicht verfolgt. Und? Wollt ihr plaudern oder habt ihr meine Ware dabei? Ich habe euren Jungen gerettet und die Coterie erledigt, aber euer Eigentum war längst verschwunden. Coterie, das hätte ich mir denken können. Sie kontrollieren den gesamten Handel mit den Zwergen. Wenn jemand mit Talent die Sache erledigt hätte, wäre er nicht blind in die Falle gestolpert, sondern hätte erst alles ausgekundschaftet. Wie auch immer, keine Ware, kein Geld. Solltet ihr mehr Arbeit brauchen, meine Bücher liegen immer hier. Ihr könnt euch nach Belieben eintragen. Hört auf, mich anzuglotzen. Was ist denn jetzt wieder das Problem, kleiner Hawk? Nennt mich nicht... Ach, lasst es einfach. In Ordnung? Ihr sucht doch nur Stoff für eure Geschichten. Haltet ihr euch denn für so interessant? Ich habe jetzt schon genug Probleme, damit im Schatten zu stehen. Da muss ich nicht auch noch von einem erfundenen Ich ausgestochen werden. Keine Sorge. Wiegenlieder oder Kindermärchen sind nicht mein Fachgebiet. Was soll das heißen? Ihr könnt mir nicht helfen. Es ist eine Privatangelegenheit, Syrah. Wenn sich eure Gattin entschieden hat, euch zu verlassen, können wir nichts dagegen tun. Ninette ist meine Frau. Sie ist von Rechts wegen an mich gebunden. Bringt sie mir zurück. Wir sind hier fertig. Nutzloses Pack. Wofür bezahlen wir diese Faulpelze überhaupt? Ihr solltet vielleicht jemand anderen bezahlen. Mich zum Beispiel. Ich mag es, bezahlt zu werden. Wenn ihr Ninette findet, werde ich euch mit Freuden bezahlen. Dieses närrische Weib hat mir nichts als Peinlichkeiten beschert. Jemand muss sie nach Hause schleifen. Ihre Familie wird langsam misstrauisch. Sie denken, ich könnte ihr etwas angetan haben. Aber selbst wenn... Nun ja, ich will einfach nur sicherstellen, dass sie wissen, dass ich nichts damit zu tun habe. Warum sollte Ihre Familie denken, ihr hättet ihr etwas angetan? Sie glauben, ich hätte sie nur wegen ihres Erbes geheiratet und sie wissen, dass wir uns gestritten haben. Sie sind davon überzeugt, das sei für mich Grund genug, ihr etwas anzutun. Aber ich schwöre bei Andrastes Scheiterhaufen, dass ich nichts getan habe.
Ich werde tun, was ich kann, um Ninette zu finden und sie nach Hause zu bringen. Ihr solltet mit Jethan in der blühenden Rose reden. Ich wusste nicht, dass sie Prostituierte aufgesucht hat, bis Jethan einen Brief geschickt hat. Zu uns nach Hause. Einmal hatte ihr sogar Blumen geschickt. Lilien. Ihre Lieblingsblumen. Ach, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich darüber rede. Ich wünsche euch viel Glück, Sarah. Seid willkommen, Händler. Ich bin heute nicht hier, um etwas zu verkaufen, Wachmann. Meine Lieferung hat sich verspätet. Nun, dann wünsche ich euch viel Glück. Nur noch zwei Runden. Heute Morgen habe ich Bettler gesehen. Die müssen aus der Unterstadt kommen. Eure Waffen sehen aber sehr scharf aus. Bitte, könnt ihr mir helfen? Mein Bruder! Was ist mit eurem Bruder geschehen? Karen war stets fromm und idealistisch. Er war sehr stolz, als die Templer ihn aufgenommen haben. Ich habe ihn angefleht, dem Orden nicht beizutreten. Aber er wollte nicht auf mich hören. Man hört finstere Gerüchte über die Templer und Kommandantin Meredith. Und jetzt ist mein Bruder verschwunden. Was sagen die Leute über Kommandantin Meredith? Oh, sie hat viele Bewunderer, die sie dafür loben, dass sie strenge Aufsicht über die Magier führt. Aber andere sagen, dass sie blutrünstig und völlig gnadenlos ist, dass sie überall Dämonen sieht. Es ist gefährlich, derlei Dinge auch nur zu flüstern. Ich möchte euch helfen. Sagt mir einfach, was ihr wisst. Karen hat mir jeden Tag geschrieben. Doch plötzlich kamen keine Briefe mehr. Ich habe ihm oft geschrieben, doch ohne Antwort. Ich wollte zu ihm, aber Kommandantin Meredith hat mich rauswerfen lassen. Sie sagen mir gar nichts. Euer Bruder könnte in der Tat in Schwierigkeiten sein. Was kann ich für euch tun? Solltet ihr bei euren Reisen auch in die Galgenburg kommen, dann fragt doch bitte die anderen Rekruten, Wilmot und Yu, nach meinem Bruder. Sie waren Karens engste Freunde im Orden. Wenn jemand weiß, wo er ist, dann sie. Möge der Erbauer euch segnen und bei diesem Vorhaben über euch wachen. Eure Waffen sehen aber sehr scharf aus. Vivian wird am Boden zerstört sein, wenn ich Teffi nicht finde. Und plötzlich sind wir im Bordell. Mein Tag ist gerettet. Wenn hier nochmal jemand versucht, mich anzuwerben, gehe ich. Madame Lusine führt diesen Ort für Harlan. Oder mit ihm. Oder auf ihm. Das ist so eine Coterie-Geschichte.